would you like? Go on, drink some more. Ah, sie ist so calm. Was heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung. Ja, Leute, willkommen zurück zu Genshin Impact. Schon wieder. Zusammen mit Eike. Genau. Ja. Eike, du darfst nicht in deinen Krisen stehen. Obwohl, doch, darfst du ja. Ist das ja deine ist Kneipe. Meine Kneipe. Ja, das darf mir ja verraten. What would you like? Genau. Es ist ja alles hier nur ein Let's Show. Kein Tutorial-Kram oder irgendwelche Erklärungen oder irgendwelche Geschichten. Falls ihr euch jetzt fragt, ey Mann, wie macht man den besten Charakter oder was ist das beste Schwert oder so, welche Geschichten? Fragt Google. Ne, fragt YouTube-Suche. Da gibt's ja mehr als genug von. Ich stehe schon wieder auf den Tisch. Du hast mich verdrängt, Eike. Ja. Nein. Obwohl, sie trägt Shorts. In dem Fall ist es okay. Wir müssen aufpassen, Eike. Sie ist ja schließlich eine Anwältin. Sie können uns verklagen. Und verbrennen. Ja, neuer Charakter. Oh, Katze. Katze! Mit Schuppen. Head and Shoulders. Hier im Fae, die Halbdrachin. Ist das ein richtiges Begriff dafür? Ja. Obwohl, sie benutzt Feuermagie, das ist ja nicht weit hergeholt. Ja, und nicht wundern, dass wir jetzt hier wieder im Mondstadt sind und nicht im neuen Gebiet. Ich werde es wieder falsch ausreden. Aussprechen, nicht wahr? Lije. Das alte China-Gebiet. Wo man sehr lange laufen muss. Es hat sehr weite Ebenen. Ja, und dann gibt es noch Russland. Also dazu ist es laut Wikipedia. Das ist kein falsches Halbwissen, Eike. Ich habe es nachgesehen. Mondstadt ist Europa. Ja, klassisches Fantasy. Lieu ist China. Dann kommt noch, Russland, was kalt sein wird. Mhm. Naja. Nein, der Drachengrad aus der vorletzten Folge ist nicht Russland. Das ist Skyrim. Der hier. Ja, das ist quasi Skyrim gewesen. Und was war noch laut Wikipedia? Was gab es noch für Gebiete, die es geben soll? Japan. Die Wüste. Wüste? Ja. Aber die sind noch nicht begehbar, die kommen noch. Hm. Schade, Eike, dass du den Falken nicht auf deine Gegner hetzen kannst. Doch, kann ich doch, wenn ich Q drücke. Ach, das ist deine Spezialfähigkeit. Dann machen wir mal den Flugseisbaum. Der Flugseisbaum, das passt ja. Nicht wahr. Kann ich ja meinen neuen Feuercharakter in dem Fall ja dann mal vorfügen. Ihren Spezialangriff. Habe ich den eigentlich verbessert? Nein, den habe ich noch nicht verbessert. Da brauche ich ja diese Bücher. Natürlich hast du das nicht. Ja, die Fähigkeit. Die Bücher kannst du jederzeit farmen. Ich weiß. Ich kann man farmen, aber auch nur in bestimmten Gebieten. Es gibt auch bestimmte. Wie war das nochmal? Na, erklär du das. Nö. Diese Dungeons. Wo heißt. Nein, ich erkläre es nicht. Montag, Dienstag, Donnerstag oder Sonntag. So, den Flugseisbaum, hatten wir den nicht schon mal? Ja, aber ist doch egal. Ist doch egal. Ich find's ein bisschen doof, dass man mit Eischarakter nicht auf den Drachengrad rumlaufen kann, ohne zu erfrieren. Das wäre eigentlich ganz lustig. Aber, ja gut. Feuercharakteren. Ein Feuercharakter wäre doch mehr Schaden dahinter in dem Fall. Wieso? Sie können doch Eis schmelzen. Ja, das macht bestimmt auch. Hat keinen Sinn. Fragst du hier nach Sinn, Eike? Jo, hau drauf und ich mach den Schwetterangriff. So. Toll, voll daneben. Bam! Genau, Feuer gegen Eis. Wer hätte das gedacht? Oh nein! Hau ich nochmal mein Gewicht? Nochmal Gewicht? Du musst dich aufs Auge hauen. Aufs Auge hauen? Meinst du erschießen? In dem Fall. Und das war's. Hatten wir den Flugseisbaum nicht schon mal gemacht? Hast du schon zweimal gefragt und ich habe dir gesagt, ist doch egal. 84? Meint man, ich hatte aber 160. Ach, stimmt ja, wir hatten ja ein paar Aufnahmen gehabt. Ah, Flugseiskern. Jetzt holen wir uns die Geohypostase. Die Geohypostase? Ja. In Lieu, wenn man über diese. Über die Berge kommt. Oh, stimmt, ich sehe es ja gerade. Ich habe noch Belohnung für meine neue Abenteuerstufe und die Erkundungsbelohnung, wie meine Leute angesammelt haben. Und die Sphäre. Ja, die Sphäre ist wieder was ganz anderes. Da habe ich zuerst was gedacht, Eike, nicht wahr? Solltest du mal jetzt fertig machen. Ja, die Energiescheibe. Damit du nämlich die Katzenloli bekommst. Die kann ich schon bekommen. Ich habe schon. Dann nimm sie. Das klingt falsch, Eike. Ich habe schon 1000 von diesen. Ja, dann nimm sie doch jetzt. Nein, ich. Jetzt mach. Jetzt. Mach jetzt. Jetzt sofort. Mach jetzt. Los. Ja, falls ihr euch jetzt fragt, nein, das war Discord-Sound.
Eike schaut nicht jetzt nicht über das Stream zu. So, wir gehen auf den. Ach, ich hätte das auch über das Menü machen sollen. Hier, die Energieleitscheibe. Klick auf Diona. Ja. Iremiosulfrucht. Und haben wir schon 1000 gesammelt. Klick da unten auf Diona. Das Moment, ne? Und dann klickt er drauf. Da unten hin. Ich klick doch schon. So, Diona. Ich erinnere mich aus der letzten Folge, Eike, wo ich außerdem die falschen Bilder eingeblendet habe, weißt du noch? Ja. Ich hätte eigentlich nicht die einblenden sollen. Okay, einladen verschicken. Neue Figur erhalten, Diona. Yeah! Jetzt haben wir unsere Katzenloni. Yeah! Kannst du dir angucken? Kannst du angucken, ich weiß. Meinst du unter Truppe oder meinst du den Figurbetrachter? Gruppe? Ach, du meinst jetzt hier. Ah, unter C. Ich bin Dietchen. Ich kann mir nichts merken. Diona, eine junge Frau, ja, sehr jung, die nicht menschliches Blut in sich trägt, zudem ist sie äußerst beliebte Wirtin der Taverne, so ein Katzenschwanz. Katzenschwanz? Ich weiß nicht, warum. Und welche Wirtin soll das sein? Ich meine, ist sie dafür nicht irgendwie, was weiß ich, sechs Jahre zu jung? Wirtin. Was ist sie dann? Ist doch nicht die Wirtin, sie ist Bardame, hat sie aber doch gesagt. Bardame, geht das also anders? Ja. Okay. Du bist ihrem Vater übrigens begegnet. Kryo, also wieder ein Eischarakter. Und ihrem Urvater bist du auch begegnet. Nimm noch mal Stimme. Stimme? Warte, ich zeig nochmal. Ich bin Dietchan, ich klicke alles weg. Ich dachte, dass du sagst immer, Feind des Player ist das Menü. Ja, aber nicht, wenn du eine Katzenloli im Bild hast. Ach, das ist wieder anders. Schön, dich kennenzulernen. Diona, Bartender of the Cat's Tail. I charge a hefty fee for private events. Huh? You didn't come here for a drink? Then I accept your invitation, I suppose. Okay. Das klingt ein bisschen so, als wenn jemand versucht... Guten Tag, Dosenfutter. Hallo. Guten Tag. Dosenfutter. I was saving this can of fish for when I was really hungry. Stop looking at it like that. Okay. I'll let you have a little taste, but nothing more. Nur ein bisschen. Und dazu eine Whiskas oder Katzengras. So, warte mal mehr. Was noch mehr? Okay, die Dialoge werden wir jetzt nicht. Was soll ich denn nehmen als Beispiel? Sag mal. Zeit zum Spielen. The case before us is a strange end. Ooh, it's so cool to touch. Wow, it's so much fun. Was redet sie da? Schnee. Okay, dachte jetzt schon. Was ist ein bisschen komisch, finde. Warum machen sie diese ganzen Aufnahmen hier und packen sie nicht in das Spiel? Wollen sie es mal selbst anhören? Was dann? Entschuldigung, das war gerade wohl ein Leck. Eike? Was mag sie? Was sie so mag? I like, no, love to eat fish. The fish daddy cooks is the best. A perfect main course. But eating fish as drunk food? That's absolute blasphemy. Hat sie gerade wirklich perfekt gemacht? Gesagt? Ja. Natürlich, das erinnert mich an die Katze aus Alice Madness Returns. Perfekt. Carrots, potatoes? Onions, tomatoes? Yeah, I don't like the taste of any of those vegetables. In fact, I don't eat vegetables at all. Und sie mag keine Orangen. Oder was mögen Katzen sonst nicht noch alles, Eike? Oh, warte mal, hier eine Erlebnisfassbelohnung. Was haben wir denn da schon wieder freigeschaltet? Komm jetzt, 10 Finger. Wir haben 10 Bosse besiegt? Wow, eine Stufe 8. Cool. So. Eine Belohnung stell. So, ist einsammeln. Ist zwar nicht so viel, aber hey. So, dann folgen wir Eike und machen nochmal hier die Geohypostase. Da wir in den anderen Folgen ja die Elektrohypostase gemacht haben. Und wir jetzt gerade hier sind, schnapp. Genau, einfach den Krebs mitnehmen. Alles mitnehmen. Oder wieder eine TikTok-Idiot-Sandflöhe. Du kennst doch den Ausschnitt, Eike, den wir in diesen Memes mit Sound oder was das war gesehen haben, ne? Nein. Ein berühmter italienischer Maler? Da Vinci? Da Vinci? Ich möchte die beiden töten. Ich will die von ihrem Leiden erlösen. Ich glaube, die werden schon in der. Irgendwann, wenn TikTok manchmal in ist oder groß mehr. Oder wenn der nächste Abklatsch davon kommt. Kann jemand den Gnadenschuss geben? Ja. Ich glaube, dann werden die in der Versenkung verschwinden, Eike, das auch sehe ich mal. Das würde ich aber hoffen, aber leider leben die dann trotzdem in der Villa. So, die Geohypostase, sie heißt mit Namen Gimmel? Ist das ihr Name?
Was hast du noch? Was hast du nicht gekriegt? So, und jetzt müssen wir ihn zerschlagen. Mit einem Command-Charakter, den du wieder nicht ausgerüstet hast. Ja, ich dachte, ich kann die. Nein, ich dachte, funktioniert mit ihm nicht. Aber. Den wird er. Order guide you. Das hat funktioniert. Toll, jetzt hast du eine Säule umsonst kaputt gemacht. Ich dachte, wir müssen die Säulen zerstören. Rüst deinen Zwerg-Charakter aus, sonst können wir das hier vergessen. Rüst ihn jetzt bitte aus. Okay, mach ich schnell. Muss halt jetzt aufpassen, dass er nicht sofort stirbt. Vai Beidou, auch wenn sie 50 ist, hat schon ordentlich Schaden bekommen. Los, jetzt hau hier zu. Hau zu, los. Ja. Welche? Die du hast? Ist doch egal, such dir eine aus. Nicht so. die ich hab, du Spacken. Gut. Meine Güte. Für dich schon ist das ein Stress. Ja, aber zumindest hat die Geobüstase nicht die Bohnen in Lava verwandelt. Weißt du es noch, Heike? Und wir dadurch dann Schaden bekommen haben. Oh, für einmal ich reicht's nicht, noch. Weil ich in der Barriere stand. Was haben wir denn da? Oh, Steinturm. Steinturm ist wichtig, denn dadurch kann Chun-Li nicht aufsteigen. Chun-Li? Chun-Li, habe ich doch gesagt. Chun-Li. Unser Bestatter. Nein, nicht diese Chun-Li. Ich meine ihn hier. Zhongli. Ah, diese Namen. Zhongli, Chun-Li. Ist aber dasselbe. Chang Chungs für dich, nicht wahr, du kleiner Rassist? Das hast du jetzt gesagt. Ich sollte hier aber nicht rein. Ja, sollte ganz schnell weg hier. Boah. Hat richtig nach Knoblauch geschmeckt, Alter. Uff. Die Kröte hat nach Knoblauch geschmeckt? Ja, er ist der Schadenssieger in dem Fall. Und wer jetzt sagt, wir brauchen einen zweiten Charakter. Ja, ist richtig. Aber ich mag das auch. Wer sagt das denn? Ach, die innere Haterstimme. Ach, kommt doch keiner. Und nochmal Versteiner hinterher. Ich werde sie jetzt nicht einsetzen, weil ich glaube, das würde euch, glaube ich, Leute ziemlich langweilen, wenn ich jetzt hier mal. Ah! Bam! Noch nicht ganz, okay. Wenn ich euch jetzt erstmal sie hier ausrüsten müsste, weil ich muss ihr eine Waffe geben, dann muss ich ihr die Ausrüstung hinzufügen. Und so weiter. Ja, das wäre doch ein bisschen viel. Bam! Wundert mich, dass er nicht wegrennt. Oh, der lebt ja immer noch. Bam! Rüst! So. Oh, Elektro und Feuereige. Würdest du sagen, überladen macht richtig viel Schaden von den ganzen Spezial-Kombi-Effekten? Vielleicht. Es kommt auf den Gegner, glaube ich, an, in dem Fall. Aber ich will nicht zu viel darüber reden, weil da kann man sich nur in die Nässe setzen. Ja, weil du dich da nämlich gerade richtig in die Nässe setzt. Ja. Vor allem, dann können dann Leute kommen, die sich mit den Spiel richtig auskennen und sagen, nein, das gibt uns so und so viel Prozent mehr Schaden, wenn die Sonne richtig steht. Und so nach dem Motto, verstehst. Ah, genau das meine ich, Eike. Macht sie da gerade den, ist das der Naruto-Lauf? Nein, da müsste ich, glaube ich, müssen weiter das Kind nach unten. Warte mal, ich wechsle. Das ist der Loli-Lauf. Warte, ich wechsle nochmal, ich schiebe Baidu. Nein, das war zu nah dran. Oh, ich bin beschützt euch Katzenmagie. Vorbei. Oh, es wird immer mehr. Bam. Ach Gott, dieses Zielsystem ist manchmal ganz schön nervig. Das soll gleich den stärksten Charakter nehmen. Anstatt den, der gleich neben einem steht. Weil, hier nochmal Schild. Wasser- oder Eischarakter wäre natürlich jetzt praktisch. Ich weiß ja nicht, dass es ein bisschen ausfällt. Das ist ja ein Eischarakter, stimmt. Elementarreaktion? So, und jetzt gib's ihn, Eike. Ah, das ist so befriedigend. Wenn die Gegner quasi mit Effekten zuscheißen kann. Was sie gar nicht mehr wegkommen. So? Eine wertvolle Truhe, was haben wir denn da?
Anleitung zum Fleiß? Sowas könnte ich gebrauchen. Denkt sich ja gerade so, was jetzt passiert? Wow, über 2000 Schaden. Okay, für Eike ist das nichts. Mei, wie viel hast du, wie viel Schaden machst du, Eike, jetzt? 2, 3, 5000 manchmal. Also nichts besonders viel. Ja, für deine Verhältnisse schon. Ich bin ja noch, ich kann ja in der Story ja nicht weitermachen, weil ich Abenteuerstufe 35 brauche. Um hier... Ist ja nicht so, dass du die ganzen, diesen Arsch voll Sidequests, die du da hast, benutzen könntest. Ach, du meinst diese Sidequests hier? Täglichen Aufgaben und die täglichen Aufgaben geben 400 XP. Ja, die muss ich ja, die mache ich ja immer. Die kommen ja immer... Der schwebende Palast, genau. Da komme ich dann erst rein, wenn ich Abenteuerstufe 35 habe hier. Aber ist ja nicht weit, ist ja nicht lange hin. Jetzt heißt es eben grinden, grinden, grinden. Du bist doch weit entfernt von grinden. Ja, okay, dann eben nicht grinden, dann eben Nebenmissionen abschließen, bis man genug gesammelt hat für die Abenteuerstufe. Oh, was ist das? Es ist golden. Eine Hausfliege. Warte, schnapp ich mir. Ein Kristallkern. Alles sammeln, denn man kann alles irgendwie gebrauchen. Hallo, Milf. So, jetzt wechseln wir erstmal Baidu weg hier. So, Trappen wandern. Packen wir Li Fei rein. Ich habe sie ja schließlich bekommen. Ganz neu. Mein zweiter Feuercharakter. Und für Pferdkampf haben wir ja immer noch Fische. Eike zerlegt die Gegner praktisch. Sie steht einfach nur hier. Ach, sie lügt sich einfach so. Nee, ich lass mich nicht. Ich leg mich hin. Ich beam mich einfach weg. Ich beam mich in die Phantomzone. Puff. Oh, sehe ich da oben? Was ist das? Ach so, das ist ein Reiher. Ich dachte schon. Ja, ich weiß, man kann sie auch abballern. Ein Seekrebs? Seekrebs? Ist einfach ein Krebs. Ist einfach weg. Lappen. Sag das nicht. So. Haben wir eigentlich schon... Was können wir eigentlich noch machen? Stimmt, wir könnten eine Donnerechse machen. Das ist doch auch eine der neuen Charaktere mit den 1.5. Nicht neu, die ist uralt. Aber ich habe da was gelesen. Ja, der Boss ist aber ein bisschen größer. Und den kannst du auch nicht machen, weil dir die Genie-Story dafür fehlt. Ah, das kommt ja dann alles noch. Oh nein, da ist es! Du musst deine persönliche Story spielen. Ah, jetzt ist bei 57. Ja, das ist dann ein späteren Akt. 57. Ich glaube, dieses Wiesel, was wir da gerade geschlagen haben, ich glaube, das ist wirklich eine Anspielung an Golden Axe. Nein, ist es nicht. Japanische Legende. Eine falsche Legende von Wiesel, das Geld klaut? Chinesische Legende, natürlich. Wir wissen ja, Niho... Nee. Mihoyo? Nihoyo ist chinesisch. Also hat ihren Sitz dort. Ob die dann auch alle Animes sehen dürfen? Nein. Alle Animes, in denen Taiwan erwähnt wird. Okay. Und Tibet. So. So, die Folge ist lang genug, denke ich. Nein, 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 nein. Wir brauchen noch einen schönen Rausschmeißer. Ja, du hast doch deinen Rausschmeißer machen Gebet. Ja, das machen wir auch jetzt. Warte, wir müssen aber erstmal hier... Ja. Bist du denn? Ja, braun Elektrocharakter, sonst habe ich ein Problem. Bam, seht ihr's? Seht ihr mal, die Effekte hier funktionieren. Ja, verdampfen und... Incinerate. Bam. So. Warte mal, ich dachte eigentlich, wenn ich dagegen haue. Oder macht schon wieder das? Ach, egal. So, gehen wir mal wieder hier im Bereich. Wo bist du denn, Eike? Bist du hier über mir? So. Stimmt, je mehr Gegner auch Eike umhaut, desto mehr EP kriege ich auch. Deine, genau, deine, Emily? Nein, Quatsch, weiß ja nochmal. Ich muss das eigentlich wissen. Geil. Ihr ist ja jetzt schon C6, nicht wahr? Ja. Das heißt, ihr Sternzeichen ist schon komplett. Was ihr also schon 6-mal gezogen? 7-mal. 7-mal bereits sogar. So, willst du zu mir runterkommen, wenn ich hier nochmal schnell die, meine 10... Ich dachte, du hilfst mir hier den Feuermagier kaputt zu machen.
Würde ich ja gerne, aber du bist da oben. Ich bin hier unten. Dietschan, einmal die Bogen rum, du Birne. Was? Bist du etwa runtergesprungen oder was hast du gemacht? Ja, ich bin runtergestürzt. Spacken, Alter. Spacken. Da oben ist natürlich kein... Doch, da ist es. Hin teleportieren zu den Dungeon. Meinst du jetzt nicht die Herausforderung hier, oder? Nein. Ich habe hier oben eine Ultratruhe freigelegt. Und hier ist ein Schwert. Ein Schwert? Ja. Du hast ein Schwert. Ich habe sogar Vogeleier. Nein, hier ist ein geiles Schwert, jetzt schon. Hier ist eine geile Beute. Die kann man mitnehmen? Ja, die kann man mitnehmen. Ja, das machen wir dann. Na gut, dann. Muss ich das jetzt hochkommen? Ja. Machen wir kurz einen Schnitt. Okay, mache ich mir einen Schnitt und dann sind wir wieder direkt oben. Faszinierend. So, oh. Habe ich freigelegt, während Dietz schon wieder wegfahren? Ja, ich bin ja untergefallen. Himmelsflug Großschwert, aber erst die Kiste öffnen. Ja, je edler die Kiste, desto besser der Inhalt. Himmelsflug Großschwert. Schauen wir uns mal an hier. Himmelsflug Großschwert. Das muss ja unter Neu dann stehen, in dem Fall. Großschwert? Nein. Hier bist du Großschwert, da habe ich über zwei Stück davon. Ja, weil es überhaupt nicht selten ist. Dafür stecken sie es extra hier oben in den Fels? Da wäre aber König Artus enttäuscht. So, jetzt mach das Gebiet und kletter hier nicht auf den Berg rum. Ja, ich wollte das Queen Ching einsammeln. Ups, so. Ich bin Dietschan und kann keine Berge hochklettern. Ja, ich kann keine Pfade entdecken. So. Um die Folge noch zu beenden, machen wir noch was Schönes und nehmen wir hier nochmal 10... Ein Gebet, bei dem man eine violette Waffe kriegt jetzt. Oder was anderes. Mal danach. Okay. So. Mach hier nicht so spannend, das interessiert keinen. Jetzt hast du das komplette Let's Play zusammengefasst. Oder jetzt schon, jedenfalls. So, wollen 10 Gebete dann mal. Abgeschiedene Adel oder Wanderlust? Was dir besser gefällt, Dietschan? Weil Chi-Chi hier fehlt, also zum Beispiel noch. Chi-Chi ist auch im anderen drin. Gut, dann geben wir mal 10 aus. Wir haben ja schon über 1600 wieder. Oh ja, von den Urmetall, das muss jetzt, mach jetzt an, jetzt zieh einen Finger. Ja. Wird eh nichts Tolles. Wisst du was Violettes? Ja. Wird jetzt eine Waffe. Ach, das sagst du nur so. So. Wenn das ich recht habe. Ja, 3-Sterne-Waffe kriegt man irgendwie immer, oder? Okay. Kann man ja gebrauchen zum Aufwerten der Waffen. Was? Ein Zufall. Kannst ein bisschen schneller klicken, Dietschan. Ja, das ist ja jetzt neu. Das kennt man ja bereits. So, jetzt haben wir sie nochmal bekommen. Und nochmal extra endlosen Sternstaub, den wir einsetzen können beim Shop. So. Wenn jetzt den Steller Fortuna, die Ona. Dietschan, du willst doch so gern erklären, wie das mit dem Sternzeichen funktioniert. Jetzt kannst du doch mal eins einsetzen. Wieso denn erklären? Das ist doch ganz einfach. Wir gehen einfach in den Charakterbildschirm. Über den Charakter, den wir schon bekommen haben. Und sich dann so denkt, so, oh verdammt, ich habe den Charakter schon, was soll ich jetzt damit? Naja, dann gehen wir einfach auf den Charakter selbst drauf, klicken dann auf Sternbild. Und sehen dann hier, ja, Sternbild. So ein bisschen ähnlich wie bei Skyrim, können wir draufklicken. Und dann können wir das, was wir bekommen haben, dann einsetzen und kriegen dadurch dann Effekt, Eisgüter, Parfüm, mehr Punkte, Energie, stellt wieder mehr G her. Das heißt, in ihrem Fall müssen wir sie dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5 mal ziehen, dann hätten wir das Sternbild komplett. Wenn wir dann einen richtig guten Effekt bekommen, in dem Fall hier. Muss er erst auf Eis? Die wird doppelt auf Eis aktiviert. Achso, ja. Dachte jetzt, auf Eis? Ist hier ein Cocktail oder was? Okay. Gut, Leute, dann sehen wir uns dann erstmal lesen. Sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Also, bis dann.